Kapitel 5, 1 bis 20. Jesus trifft auf einen total durchgeknallten Mann, der von Dämonen kontrolliert wird. Schließlich kam sie mit ihrem Boot auf der anderen Seite des Sees an, dort war das Land der Gerasena. Als Jesus aus dem Boot stieg, rannte ihm ein total durchgeknallter Psycho entgegen. Dieser Mann war von einem Dämon besessen, so einem fiesen Geist, der ihn irgendwie kontrollierte. Der Typ lebte auf dem Friedhof, in irgendwelchen Grabungen. Er war so stark, dass er selbst mit Handschellen und Fußfesseln nicht zu bändigen war. Jedes Mal, wenn man ihn wieder anketten wollte, riss er die Dinge ab und floh. Es gab keinen, der stark genug war, um ihn festzuhalten. Er wohnte die ganze Zeit entweder in einer Grabhöhle oder er schaute den Berg herum. Manchmal schrie er irrlaut und verletzte sich aber selber mit einem Stein. Als er Jesus von Weitem sah, rannte er auf ihn zu, schmiss sich auf den Boden und fing ihn blöd an zu schreien. Was willst du aus der Volksbibel vorlesen?
habe ich gedacht, es muss eine Geschichte sein, wo man von der Kraft, von der Power des Heiligen Geistes hört und es auch erfährt und sich es vorstellen kann. Und diese Heilige Geistkirche trägt den Namen von der heftigsten, stärksten, genialsten, powervollsten Kraft, die es im ganzen Universum gibt, nämlich dem Heiligen Geist. Und dieser Jesus, der hatte diesen Geist in sich, er hatte mega viel von diesem Geist und alles, was er getan hat, alle Wunder, die er getan hat, alle Heilungen, die er getan hat, alle Toten, die er vom Tod rausgeholt hat, das hat er nur gekonnt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ihr habt hier eine schöne Kirche mit einem wirklich sehr, sehr schönen Namen. Jetzt ist natürlich die Frage, die habe ich vorhin auch den Metalheads gestellt, ja, ist das denn überhaupt wirklich so passiert? Kann man das denn so sagen? Gibt es denn wirklich Dämonen noch heute? Oder sind die vielleicht ausgestorben? So wie die Beutelratte, die ist ja auch ausgestorben. Vielleicht gab es die ja mal vor 2000 Jahren und dann haben die Dämonen irgendwann sich nicht mehr vermehren können. Keine Ahnung, sind an der Umweltverschmutzung gestorben. Oder weil die Menschen plötzlich alle so heilig gelebt haben. Sind sie ausgestorben oder gibt es diese Dämonen heute noch? Ich selber kann sagen, dass ich jetzt ungefähr seit 30 Jahren erst mit Gott lebe. Ich habe erst so mit 18 so den Dreh zum Christentum bekommen. Damals ging es mir sehr schlecht und ich habe mich auf die Suche nach Gott gemacht. Ich habe mich auf die Suche nach irgendeiner Hilfe gemacht, irgendwas, was mir aus meiner Drogenscheiße, aus meiner Sucht, aus meinen Problemen, aus meinen Bindungen, aus meinen Fesseln helfen kann. Und dann habe ich über jemanden von diesem Jesus gehört und habe mich an diesen Jesus gewandt. Und dann habe ich diesen Jesus, ich würde mal sagen, dass in diesen 30 Jahren mir ja, so Dämonen begegnet sind. Ja? Vorher war mir nicht klar, dass es die gibt, die gab es natürlich auch schon vorher, aber erst als ich angefangen habe, irgendwie mich mit diesem Jesus zu beschäftigen, hat sich das für mich plötzlich aufgedeckt, dass es natürlich, wenn es diesen Jesus gibt, dann muss es doch auch irgendwie die dunkle Seite geben. Man muss es auch, wenn die Bibel sein Wort ist, dann müssen die Sachen, die da drin stehen, ja auch irgendwie stimmen. Und die Bibel ist voller Geschichten und Wunder über Jesus, aber es kommt auch immer wieder die dunkle Seite vor, der Satan, der Teufel mit seinen Dämonen, was für ätzende Sachen er so alles macht mit den Menschen, wie er die Menschen bindet und fesselt und letztendlich kaputt macht und zerstört. So sind mir in meinem Leben viele, ich nenne sie mal Dämonen, begegnet und ich möchte hier einige aufzählen. Erstens, es gibt Menschen, viele Menschen, die folgen dem Geld-Dämon. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte mit Uli Hoeneß mitbekommen habt, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich glaube so, unser guter alter Uli, der hat auch so ein bisschen viel mit dem Geld-Dämon zu tun. Ja. Und der Geld-Dämon, ich meine, der Typ war oder ist Multimillionär, hat ohne Ende Geld, er braucht eigentlich kein neues Geld mehr. Aber er war so besessen von diesem Gedanken, noch mehr Geld zu haben und noch mehr Geld zu haben und sein Geld zu vermehren, dass er nichts an den Staat abgeben wollte und so den Staat letztendlich betrogen hat. Ja, er war so gebunden, so gefesselt an diesen Geldgedanken. Und ich kenne viele Leute, die spielen Lotto, ja, und ich weiß nicht, dass ihr von Lotto denkt, aber viele von denen erzählen mir dann immer so, ja Martin, weißt du, wenn ich nur einmal einen Sechser im Lotto habe, plus Superzahl, dann geht es mir gut. Dann, das ist ihre Hoffnung, ja. Dann spielen sie jeden Sonntag Lotto und Systemschein, das hast du nicht gesehen. Und das ist so ihre Hoffnung. Und sie merken es gar nicht, aber eigentlich folgen sie voll dem Gelddämon. Und sie sind voll gefangen von diesem Gedanken, diesem Gelddämon hinterher zu gehen. Und alles spielt sich nur um diesen Lottogewinn. Und wenn man dann mal nachforscht, was ist eigentlich mit den Leuten, die dann mal so eine Million gewonnen haben. Gab es neulich eine Sendung auf RTL und von den, weiß ich, 10 Leuten, die sie da vorgestellt haben, waren 7 super unglücklich danach, haben ihr Geld verprasst, der eine war schon tot, der zweite in Selbstmord gegangen. Also haben sie diesen Gelddämon gefolgt und dann hatten sie die Kohle, aber es hat sie nicht wirklich glücklich gemacht. Und doch gibt es viele Leute, die
Und sie sind so gebunden, sie sind so gefangen, sie sind so gefesselt von diesem Gelddämon, dass sie gar nicht mehr richtig frei aufatmen können. Und es ist ja fast so wie bei uns. Ja, viele Leute definieren sich auch über Geld. Und wenn du viel Geld hast, dann fühlst du dich so ein bisschen wertvoller. Dann bist du so ein bisschen besser. Und dann hast du irgendwann auch mal deine Mercedes gekauft und dann weiß mit Chromfeld und dann bist du ja so ein bisschen besser als der Vorfahrer deines Nachbarns. Ja, und dann irgendwann reicht der Mercedes nicht mehr und man definiert sich nur über Kohle, über Geld, über das, was man hat. Wer hat das schönste Haus, wer hat die schönste Außenfassade am Haus, wer hat den schönsten Garten? Und letztendlich geht es doch nur irgendwie mal um Geld. Ich glaube, dass der Gelddämon sehr stark ist heutzutage in unserer Gesellschaft. Und dass das ganze System, in dem wir leben, ganz doll auf der Macht dieses Gelddämons ausgelegt ist. Und ich weiß nicht, wenn du dich ertappt fühlst und du denkst, ja, das stimmt, auch ich bin irgendwie gefangen in diesem Geldding, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Jesus ist stärker als der Gelddämon. Jesus ist stärker als der Gelddämon. Zweitens, es gibt auch viele Menschen, und jetzt wird es ein bisschen prickelig, die folgen dem Sexdämon. Oh nein, jetzt kommt eine ganz schlimme moralische Predigt von Martin Dreier. Nein, keine Sorge. Ich meine jetzt nicht das, was ihr vielleicht nach dem Kampf macht, sondern ich glaube, dass es wirklich Leute gibt, die ihr ganzes Denken und ihr ganzes Sein sich letztendlich nur um Sex dreht, nur um Sexualität. Ja. Und ich weiß, in den 70er Jahren, die sexuelle Revolution, und das war auch wichtig und das war auch gut, da bin ich überhaupt nicht gegen. Wir wurden befreit von rigiden, komischen, seltsamen Sexmoral-Dingern. Das ist gar nicht das Ding, was ich meine. Aber ich habe neulich mal so einen Typen kennengelernt und er hat mir echt erzählt, dass er so besessen ist von Sex, dass er mehrfach in einer Stunde irgendwie sexuellen Gedanken hat und er kann eine Frau gar nicht mehr so normal angucken, weil er sofort irgendwie zwanghaft einen sexuellen Gedanken hat. Ein anderer Typ hat mir das von euch erzählt, er würde sich in der Woche fast jeden Tag mindestens einmal ein Porno anschauen müssen, sonst kommt er überhaupt nicht klar. Der ist unfrei, der hat Fesseln um sich herum und das belastet ihn, das zieht ihn runter und das macht ihn fertig. Ein anderer Typ hat mir neulich erzählt, er kann mit seiner Ehefrau keinen Sex mehr haben, wenn er sich nicht vorher erstmal ein Porno reingezogen hat. Und das wird immer krasser mit ihm. Jetzt hat er mir erzählt, dass er irgendwie Koks nehmen muss, um erstmal scharf zu werden. Dann braucht er Viagra, um eine Erektion zu kriegen und dann um die Erektion zu halten und so weiter. Also er ist total verstrickt und total abhängig und total gefesselt von diesem komischen, fiesen Sexdämon. Und es gibt nicht nur meine Freunde und es gibt nicht nur wenige Leute, ich glaube, es gibt viele Leute, die wissen, wovon ich jetzt spreche. Und wenn du merkst, das ist ein Thema von dir oder das ist vielleicht ein Thema von einem Freund von dir, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Jesus ist stärker als das Sexdämon. Drittens, ein dritten Dämon. Ich nenne ihn den Suchtdämon. Und Sucht ist so ein Thema, ja. Wenn man sich mit Leuten unterhält, es wird irgendwie immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Dann taucht mal wieder Suchtbericht auf und dann liest man wieder irgendwie so einen kleinen Artikel. Und doch ist es so, dass Sucht irgendwie ein großes Thema ist. Und jeder kennt mindestens einen in der Verwandtschaft oder Freundschaft, von dem man sagt, ja, der Typ hat echt ein Problem, der hat echt ein Drogenproblem, der hat echt ein Alkoholproblem, der ist echt süchtig, der ist echt abhängig, der ist echt unfrei von irgendeiner Sache. Ich habe, als ich diese Predigt vorbereitet habe, ein bisschen im Internet gegoogelt und war auch überrascht, dass nur im letzten Jahr, Leute, nur in einem Jahr sind 100.000 Menschen in Deutschland mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus gelandet. Und dahinter sind auch eine unbegrenzte Zahl von Leuten, die man nicht ins Krankenhaus kennengelernt hat. Man sagt, dass 1,3 Millionen Menschen von Alkohol körperlich abhängig sind. Und dieser Alkoholdämon, der ist echt stark. Der ist nicht so leicht, mal eben aus dem linken Pobacke rauszuklemmen. Der ist wirklich stark und der zerstört Familien. Er zerstört Menschenleben. Eine Nachbarin von uns hat mir erzählt, ihr Vater war Alkoholiker.
Und der Alkoholdämon, der hatte ihn fest, fest im Griff. Wenn er nichts getrunken hatte, war er der netteste Vater, der netteste Mann und total lieber Kerl. Man konnte sich super mit ihm unterhalten, man konnte mit ihm ausgehen, er war super nett. Aber sobald er auch noch ein bisschen Alk drin hatte, wurde der Typ so ein Tier. Hat seine Frau geschlagen, hat seine Kinder windelweich geschlagen und verprügelt. Ich glaube, der Alkoholdämon, der Suchtdämon hatte diesen Mann voll im Griff. Und man merkt es immer dann, wenn Menschen Dinge tun, die sie normal nie tun würden. Ja? Das ist wie so ein Zwang, wie etwas, was über sie kommt. Und ich könnte noch andere Süchte aufzählen. Ja? Internetsucht, Sehm- und Hirnsucht, bin ich auch immer hingefahren, ehrlich zu sein. Ja? Spielsucht, Einkaufssucht, Ess- und Brechsucht. Die natürlichen Dinge des Lebens werden plötzlich zu einer Sucht. Dieser Suchtdämon ist in unserer Gesellschaft ganz krass am Start. Und wenn du merkst, ja, das ist ein Dämon, der ist mir schon mal begegnet, den gucke ich sogar manchmal selber an, wenn ich im Spiegel gucke, dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Jesus ist stärker als der Suchtdämon. Viertens und letztens. Ich will euch noch von einem vierten Dämon erzählen. Und es gibt bestimmt noch viele andere. Wenn wir hier ein Mikrofon rumgehen lassen würden, ich vermute, euch würden noch andere Dämonen einfallen. Ich nenne ihn den Lügendämon. Menschen, die mit dem Lügendämon leben, schaffen es oft nicht, die Wahrheit zu sagen. Sie trauen sich nicht, sie schaffen es nicht, zu ihrem Mist zu stehen. Sie müssen ihre Freunde belügen, ihren Ehemann belügen, ihre Nachbarn belügen. Sie müssen immer ein bisschen besser scheinen, als sie wirklich sind. Sie können nicht wirklich zu sich stehen. Und ihr Leben besteht auf einer Lüge, noch eine Lüge, noch eine Lüge. Und das kann so krass sein, dass im Grunde das ganze Leben nur auf einer riesengroßen Lüge aufgebaut ist. Ich fand das so faszinierend, als diese Geschichte mit Christoph Daum in der Presse war vor einigen Jahren. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Christoph Daum, der Starttrainer, und er sollte unser zukünftiger Bundestrainer werden und alle haben sie auf ihn gesetzt. Und was hatte er für tolle Taktiken? Und er war wirklich und er ist wirklich ein super guter Trainer. Und dann kam plötzlich die Enthüllung: Christoph Daum nimmt Kokain. Und der Typ, anstatt sich irgendwie zu überlegen, oh, was mache ich jetzt? Ist da was Wahres dran? Und es war ja was Wahres dran, ja? Macht dann eine Pressekonferenz, stellt sich da vor die Kameras hin und sagt: Ich habe noch nie Kokain genommen und ich werde sogar eine Haarprobe abgeben, weil ich mir ganz sicher bin, da wird man nichts finden. Ich bin nicht von Kokain abhängig. Was für eine krasse Lüge und wie schnell wurde sie enttarnt. Manchmal habe ich das gemacht, warum hat der Typ das denn gemacht? War er verpeilt oder war er gerade drauf, als er auf dieser Presseerklärung war? Nein, ich glaube, dass Christoph Daum auch wusste, bewusst wusste, er lügt. Es ist nicht die Wahrheit, die er erzählt. Und doch gibt es doch auch in unserer Gesellschaft immer wieder Lügen, die wir schon fast so hinnehmen. Ja? Ich denke immer, wenn die Politiker ihre Wahlversprechen machen, wie krass wird da gelogen? Und was erzählen die uns vom Blau vom Himmel, was alles passiert? Ja, keine neuen Steuern, haben wir letztes Jahr gehört. Mehr Geld für alle, mehr Bildung für alle. Alle sollen eine Porsche fahren und jeden Tag Steaks umsonst. Und wir kriegen die tollsten Blumen geschenkt und die Bundeskanzlerin steht jeden Morgen an unserem Bett im Grünstück zum Aufstehen. Ja? Die unglaublichsten Versprechungen werden uns gemacht. Und das erzählen die, ohne mit der Wimper zu zucken, obwohl sie ganz genau wissen, das werden wir nicht einhalten können. Das ist letztendlich eine Lüge. Und diese Lügen sind gar nicht so ungefährlich, Leute, weil sie uns den Boden unter den Füßen entziehen. Sie sorgen nämlich dafür, dass wir nicht mehr vertrauen können. Und ich muss ehrlich sagen, mir fällt es schwer mittlerweile, den Politikern zu trauen, wenn sie irgendwas erzählen. So. Weil so viele beim Lügen ertappt worden sind. Und ich habe jetzt noch nicht mal von unserem Ex-Bundespräsidenten gesprochen. Ja. Man traut ihm den Jungs da oben schon gar nicht mehr so richtig, weil man doch so, ja, die lügen uns ja doch irgendwie nur an. So eine krasse Macht hat dieser Lügen. Und wenn du merkst, das ist auch ein Thema in deinem Leben und du bist auch jemand, der es nicht so ernst nimmt mit der Wahrheit und vielleicht gibt es auch eine Lüge, die dir jetzt gerade einfällt, die du jemandem immer wieder erzählt hast. Dann habe ich eine gute Nachricht für dich. Jesus ist stärker als der Lügendämon.
Wie wir in dieser Geschichte lesen können, gibt es diesen Jesus, der stärker war als diese vielen tausenden Dämonen. Und ich finde diese Geschichte so krass, weil ich irgendwie dachte, Mann, da müsste man doch jetzt erstmal irgendwie Weihrauch anzünden und dann hätte Jesus irgendwie dreimal um ihn herum Psalm 23 beten müssen und dann, was weiß ich, irgendwie heiliges Wasser und keine Ahnung, er hätte noch ein bisschen mehr machen müssen als das, was er gemacht hat. Was hat er gemacht? Er hat nur ein Wort gesprochen. Er sagt, geht! Und bam, haben die ganzen Tausende von Dämonen diesen Mann verlassen und sie sind in diese Schweine hingefahren und diese Schweine haben sich dann ertränkt. Ja, Jesus spricht nur ein Wort und diese Zwänge, diese Dämonen, diese Fesseln, diese Unfreiheiten mussten den Mann verlassen. Da, wo Jesus ist, da werden Menschen frei, automatisch. Da, wo Jesus ist, da werden Menschen frei. Und wenn du mit Jesus zusammenhängst und mit ihm Zeit verbringst und mit ihm betest, dann wirst du frei. Wenn du ein Leben mit Jesus beginnst, dann beginnt die, Achtung, Heiligen Geistkraft in dir zu wirken. Und dieser Heiligen Geistkraft in der Heiligen Geistkirche, ich habe manchmal das Gefühl, das ist im Grunde wie so ein göttliches Waschprogramm. Ja? Und als ich Christ geworden bin, habe ich ja erstmal mit was weiß ich, Rauchen aufgehört. Und dann gab es nochmal eine Rückfallphase in meinem Leben. Und dann habe ich auch wieder Drogen genommen, aber dann war ich weiter bei Gott dran und weiter irgendwie im Heiligen Geistwaschprogramm dran. Und er hat mich im Grunde, wir haben jedes Jahr, manchmal jeden Monat, manchmal sogar jeden Tag, mit jeder Drehung wieder ein Stück frei gemacht, frei gemacht, frei gemacht, frei gemacht. Und ich war echt gefesselt von Suchtdämonen, von Drogendämonen. Ich habe Heroin und Kokain gespritzt und hatte sogar meine Überdosis, wo ich ganz knapp den Tod entronnen bin. Ja, jeden Tag 7, 8 halbe Liter Bier getrunken, schon vor ins Bett gehen und abends noch mehr. Ich habe morgens mir das gekifft, ich war wirklich voll in diesem Suchtdämon drin und da hatte mich ganz, ganz fest im Griff. Und jetzt lebe ich diese vielen Jahre mit Jesus und ich muss sagen, dass ich heute so frei bin, wie ich noch nie zuvor war. Heute muss ich noch nicht mehr rauchen und ich muss keine Drogen mehr nehmen und es fällt mir auch gar nicht schwer. Jesus hat mich befreit in diesem Heiligen Geist-Waschprogramm, Stück für Stück, Stück für Stück, Stück für Stück. Und nicht nur von diesen Süchten, er hat auch andere Dinge in mir verändert. Als bevor ich Christ geworden bin, hätte ich nie vor so vielen Leuten sprechen können. Ich hatte mega Angst vor Leuten zu sprechen. Und so ein Referat zu halten in der Schule war für mich der absolute Horror. Absolute Horror. Aber auch da hat Gott mich in seinen Heiligen Geist genommen und hat mich befreit, Stück für Stück für Stück für Stück für Stück für Stück. Und das ist es, was ich euch sagen wollte. Jesus ist in der Lage, unser Leben zu verändern. Jesus ist in der Lage, uns zu befreien von unseren Dämonen und von unseren Abhängigkeiten, von unseren Süchten, von den Dingen, die uns unfrei machen, die uns runterziehen, die uns kaputt machen wollen. Und so merkt ihr, ist diese Predigt oder diese Lesung, sollte ja beides sein, eine Werbung für den Glauben, eine Werbung für den Glauben an Jesus, eine Werbung dafür, sich mit dem Heiligen Geist über Jesus, sich auf den einzulassen, sich mit dem zu beschäftigen. Und ich kann euch nur sagen, wenn ihr das tut und wenn ihr das wieder tut oder neu tut oder euch heute vielleicht zum ersten Mal dazu entschließt, ja, ich will diese Jesus-Erfahrung haben, ich will diese Heiligen Geist-Erfahrung haben, dann ist es nie zu spät und es kann dein ganzes Leben verändern. Du kannst aus dieser Kirche rausgehen und ein neues Leben beginnt, ein Leben von ja, Freiheiten und Abenteuern, eine völlig neue Dimension. Ich weiß noch, als ich damals das getan habe, das war auch in einer alten Kirche in Hamburg, in der Petrikirche. Da gab es nach dem Gottesdienst eine Möglichkeit, nach vorne zu kommen und dort in einer Segnung sein Leben in die Hände von Gott zu legen und Christ zu werden. Und ich habe das gemacht und ich weiß noch, mein Herz hat geschlagen, aber ich wusste, nee, das ist jetzt deine Chance. Das ist jetzt deine Chance. Und ich habe diese Chance genutzt. Und ich bin aus dieser Kirche rausgegangen und ich habe gemerkt, irgendwas hat sich in meinem Herz, in meinem Innersten verändert.
Plötzlich war da etwas, was da vorher nicht war. Ja? Ein Licht, eine Kraft, ein Heiliger Geist. Und auf dieses Licht, auf diese Kraft, auf diesen Heiligen Geist habe ich mich mehr und mehr eingelassen, mehr und mehr konzentriert. Ich habe mich mit ihm beschäftigt, ich habe in der Bibel gelesen und ich bin freier geworden, frei geworden. Es ist ein Abenteuer angefangen, was bis heute angeht. Und es ist ja so, ich meine, wenn man so ein bisschen an Gott glaubt oder gar nicht an Gott glaubt, dann fehlt im Grunde ja so eine ganze Dimension. Man ist ja eigentlich nur abhängig von den Naturwissenschaften und von dem, was man selber irgendwie machen kann. Und dann plötzlich weiß ich noch, ich ging aus dieser Kirche raus und auf einmal wusste ich, boah, es gibt Gott, es gibt Jesus, es gibt den Heiligen Geist. Und ich kann zum Beten, egal wo ich bin, auf Klo, in der Schule habe ich tierisch viel gebetet und auf dem Schulhof und im Bus und überall. Und plötzlich habe ich gemerkt, dass er meine Gebete hört. Und auf einmal wurden Dinge möglich, die vorher aus naturwissenschaftlichem Denken gar nicht möglich waren. Er hat ganz viele Wunder getan, hat mir geholfen, sogar mein Abi zu schaffen, was auch die Lehrer alle nicht fassen konnten. Ja, der Schulleiter kam bei der Abi-Feier zu uns an den Tisch und meinte zu meinen Eltern, ich möchte mal was sagen. Also wir haben es alle Lehrerkollegen nie für möglich gehalten, dass ihr Sohn mal das Abitur schafft. Tolle Pädagogen. Aber da gab es jemanden, nämlich Jesus, unser Heiliger Geist. Die haben, glaube ich, die ganze Zeit an mich geglaubt. Und die haben mir ganz doll dabei geholfen. Amen. Ich würde es schön finden, es ist ja eine Kirche und es ist ja auch eine Art Gottesdienst, wenn wir zum Abschluss nochmal zusammen beten können. Und aus Respekt vor dieser Kirche, aus Respekt vor Gott, wäre es cool, wenn ihr dazu aufstehen könnt. Und ich würde einfach gerne, dass, wenn ihr euch einfach die Augen schließt, wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich auch aufhalten, aber einfach sich darauf konzentrieren, dass Gott jetzt hier ist, Gott, der Heilige Geist, ist jetzt hier in der Kirche. Und manchmal kann man ihn spüren, manchmal auch nicht, aber er ist jetzt hier, er ist jetzt da, er steht jetzt vor uns. Und wenn du möchtest, dann lade ich dich ein, mit einem Gebet dein Leben in die Hände von Jesus zu legen und diese Reise zu beginnen, diese Reise mit einem Leben, in einem Leben mit Gott. Und mir hat man es damals vorgebetet, dieses Gebet, ich habe es nachgebetet, weil ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Und das schlage ich euch jetzt auch vor, ich werde jetzt ein Gebet beten, das ich auch selber bewusst bete. Und wenn du möchtest, kannst du diese Worte leise oder laut nachsprechen. Und am Ende beten wir dann zusammen das Wort. Jesus Christus, Gott Vater, Heiliger Geist. Wir können es nicht fassen und doch bist du jetzt hier in der Kirche. Wir können es nicht fassen und doch bist du jetzt hier in der Kirche. Du bist uns nahe, du stehst vor ihm. Du bist uns nahe, du stehst vor ihm. Und Jesus, ich möchte dich einladen, in mein Leben zu kommen. Und Jesus, ich möchte dich einladen, in mein Leben zu kommen. Ich möchte dich einladen, mit deiner Heiligen Geistkraft mich zu befreien. Ich möchte dich einladen, mit deiner Heiligen Geistkraft mich zu befreien. Befreie mich von meinen Dämonen. Befreie mich von meinen Dämonen. Befreie mich von meinen Süchten. Befreie mich von meinen Süchten, befreie mich von meinen Fesseln, Jesus. Befreie mich von meinen Fesseln, Jesus. Und ich lege dir mein Herz zu Füßen. Ich lege dir mein Herz zu Füßen. Du sollst ab jetzt daran wohnen. Du sollst ab jetzt daran. Amen. So. Cool. Vielen Dank, dass ihr so lange da wart. Ich habe wieder völlig die Zeit vergessen. Wir könnten jetzt noch
reden, wenn ihr Lust habt, noch Fragen stellen oder so. Ich hätte auch Lust, noch mit Leuten zu zweit irgendwie zu reden. Es gibt hier auch ein Missionary-Team aus allen anderen Ländern. Die sind mit mir hergekommen. Wo habt ihr euch versteckt? Da. Könnt ihr mal kurz die Hände nehmen? Genau. Das sind also Missionare. Die kommen aus Neuseeland, aus, ich habe die Länder schon alle wieder vergessen, irgendwas Brasilianisches war da, glaube ich, auch. Und da hinten ist der Mario, der kommt sogar gar nicht weit hier aus dem Norden. Und mit denen könnt ihr auch quatschen, wenn ihr irgendwie noch Fragen habt oder mit dem Baby oder so. Ich glaube, das war's. Danke. Genau. Okay. Versprochen ist nicht. Aber dann auch jetzt mit voller Kanne, also okay? Okay. Jesus, wir beten jetzt noch das Gebet, was du uns beigebracht hast. Und danke für dieses tolle Vater. Vater unser im Himmel. Sondern